Molle der Trimax hier. Es geht weiter auf dem Pay-to-Win-Account. Endlich mal wieder. Komplett sinnlos Gems ausgeben. Es gab ein Clash of Clans Update. Alle Mauern kann man jetzt auf Level 17 bringen. Es ist so geil, dass wir einfach auf dem Free-to-Play-Account so viel bessere Mauern haben. Das sammeln wir hier alles wieder ein. Es gibt ein neues Pad, was wir maxen werden. Es gibt neue Level und der Account hier soll ja maxed bleiben. Und das werden wir jetzt tun. Und wir werden heute, bevor wir hier weitermachen, ist es für Leute, die Pay-to-Win betreiben, wie mich zum Beispiel, geiler geworden. Erstmal, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Soll jetzt ja jedes Jahr ein neues Rathauslevel rauskommen. Pay-to-Win-Account, payen wir alles wie dumm durch und testen das Ganze. Kam ja auch ein neues Level von Elektro-Titan raus, die wollen wir auch machen. Eventuell möchte ich dann in Zukunft mit dem neuen Pad, gemaxten Barbarian King, Wurzelkrieger, Elektro-Titan, ein Wächterslehrling, den ich auch max habe. Das wird wahrscheinlich mein neuer Angriff auf dem Free-to-Play-Account. Deswegen können wir hier den üben und gucken, wie OP das Ganze tatsächlich ist. So, bevor wir jetzt hier payen, gibt es von Supercell eine neue Möglichkeit, in deren Store zu payen. Das machen wir mal. Ihr seht das jetzt hier, ne? Ihr könnt euch auch, das ist jetzt bei Clash of Clans, ich glaube bei Clash Royale und bei Brawl Stars ist das noch nicht. Supercell bietet jetzt auf ihrer eigenen Store Sachen an, deswegen sparen die sich die 30% aus dem App Store, dürfen es aber nur genauso teuer verkaufen wie im App Store, aber dafür gibt es hier noch einen fetten Bonus obendrauf. Hier ist zum Beispiel 20-facher Wert. Und das Krasse ist auch hier, das ist sogar interessant für unsere Free-to-Play plus Pass, kann man hier Punkte sammeln und du hast so eine Stempelkarte und wenn du dir 6-mal einen Pass holst, kriegst du beim 7. ein Universalbuch zum Beispiel dazu. Das ist für den Free-to-Play plus Pass Account 0 Cent teurer, aber ist eine gute Belohnung. So, und jetzt kannst du dir, wenn du hier Angebote holst, Punkte sammeln, was auch gut ist. Für die und wo kann ich die Punkte einlösen? Aha, das ist es. Hier gibt es auch Herausforderungen. Okay, die sind wenig. Kann man machen. Was kommt da? Geht das nur noch 13 Tage? Dann resettet das? Wie weit geht denn das? 100 Gems, 100 Gems, 100 Gems. Buch des Kampfes, Buch des Bounds, 15.000 Punkte. Eine Rune des Goldes, eine Rune des Elixiers, 25.000 Punkte. Wollen wir die erreichen? Schaffen wir das? Das ist ja jetzt ein Update, ich muss das ja eh jetzt hier kaufen. Ich denke, das sollten wir tun. Ich pay jetzt hier erstmal schön. Was kaufe ich denn? Also erstmal kaufe ich den Pass. Und hier ist es jetzt ganz wichtig. Ah, ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Hier kann man auch einen Trader-Code eintragen. Das werden bestimmt viele von euch vergessen, weil ihr habt es in-game eingegeben. Das ist direkt ganz fett. Scheiße, jetzt zeige ich jetzt mein PayPal und sowas, deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber denkt auch hier an den Creator-Code. Aber gebt nicht zu viel aus. Ja? Oh mein Gott, wir können ja sogar das ganze Event hier durchpayen noch, ne? Oh mein Gott. Das ist smart. Hä? Gegenstände geliefert? Trainingstrank? Warum? 100 Juwelen? Das sind schon die Belohnungen! Das sind die Boni! Goldpass aktivieren? Das ist das direkt schon. Das ist ja fantastisch. Aktivieren. Goldpass erhalten. Das ist ja, wie schnell. Das war in der gleichen Sekunde. Okay, geil. Goldpass. Check. Nun, hier haben wir ein Angebot für 3,49 Euro zur Kasse gehen. 20-facher Wert. Der ist aber auch ausgedacht, oder? Was ist denn 20-facher Wert? Das gab es ja noch nie. So random die Zahlen immer. Ja, die würfeln. Die machen irgendwie so, hier kriegst du einen Trank und eine Rune. Hier, zack. Wie vielfacher Wert? Ja, lass würfeln. Zack. Oha, 12-facher Wert. Also das sind jetzt wieder nur die Boni. Bauarbeitertrank, oder? Store-Spezialangebot. Was ist das? Was ist das? Okay, das war wieder Boni. Zurück zum Store. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich pay rein wie immer wie Sau und krieg die ganze Zeit noch Boni. So, nächstes Angebot. 23 Euro zur Kasse gehen. Creator-Code ist immer noch eingetragen. Einmal eingetragen, der bleibt dann noch auf der Seite. Gut. Der Account wird so aufgeladen, Alter. Jetzt schon Buch der Helden? Habe ich das gekauft? Nee, ist Bonus. Bonus-Pfad-Item Buch der Helden. Bonus, Bonus, Bonus. Store-Bonus, Bonus. Zurück zum Store. Auch gekauft. Jetzt teures Angebot. 60 Euro. 7. Ist das gleiche Angebot hier auch? Das ist hier gar nicht. Das sind andere Angebote. Das sind andere Angebote auf der Seite. Oh, die Dings-Skins sind nicht schlecht. Oh, hier kann ich ja alles kaufen. Oh, hier gebe ich auch mal meinen Code ein. Aber bringt ja nichts, wenn ich hier eh nichts kaufe. Die Boni sind hier nur für dich gemacht worden. Ja, die erreicht keiner. Nur irgendein Dummer erreicht, dass er sich alles kauft. Irgendein Wal da draußen. Oh, du hast fürs neueste Update 800 Euro ausgegeben. Hier hast du ein Buch der Helden. Dankeschön. Und dann denkt man sich so, oh geil, ein Bonusbuch der Helden. Und dabei, hä? Kannst die Sachen im Ingame-Shop auch online kaufen? Auch noch. Digga, ich räume mir mein komplettes PayPal-Konto leer. Ich kann den Bonuspfad hochklettern. Alter, Mauernringe? Juwelen? Das ist doch alles wieder Bonus, oder nicht? Bonus, 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 Bonus. Alter, die Mauernringe waren auch Bonus. Ich bin echt guter Clash of Clans-Spieler. Ah, okay, und hier sehe ich jetzt die Angebote fürs
Spiel. Dreifacher Wert nur. Cringe. Kaufen wir trotzdem. 22,90 Euro und Bonuspunkte wieder. Zur Kasse gehen. Ich habe völlig den Überblick verloren, was ich hier heute schon gezahlt habe. Ich verwandle meinen Euros in PayPal-Guthaben, das verwandle ich in Store-Guthaben im App-Store, das verwandle ich in Gems und Bücher und Sonderangebote. Ich tue die ganze Zeit nur Kauf bestätigt. Habe ich heute 80 Euro ausgegeben? Bin ich schon bei 400? Keine Ahnung. Ich kletter die Bonusleiter nach oben. Gegenstände geliefert. Viel Spaß. Immerhin wünschen sie mir viel Spaß. Was haben wir hier noch? Kann man das gleiche Angebot mehrfach kaufen? Ich glaube, ich habe hier was Smartes. Ich mache jetzt mal was. Ihr müsst sagen, ob das smart war oder nicht. 100 Gems. Auch das ist wieder Bonus. Hindernisschaufel, auch Bonus. Und dann habe ich mir das geholt. Das sind hier die Ereignismarken. Habe ich die bekommen? 6.000. Ne, 12.000. 12.000? Was wird denn gekauft, Mensch? Habe ich mir gedacht, das ist clever. So, das haben wir auch. Brauche ich noch was? Ereignispass. Ja, Ereignispass. Den brauchen wir auch. Safe. Kasse. Zur Kasse gehen. Was macht er? Keine Ahnung. Das ist das Krasse. Kauf abschließen. Super. Ereignispass. Gekauft. Also ich habe jetzt wirklich gepaid wie ein Berserker. Ich habe mir alles gekauft. Und wir sind erst bei Stufe 20 im Bonuspass. Von Stufe 38. Wie viel Geld muss man bezahlen, um den durchzukriegen? Hä? Okay, für euch heißt das, macht's auf keinen Fall. Aber ich sehe das auch irgendwo als eine Herausforderung. Ich guck mal, was ich da machen kann. Ich gehe nochmal mit einer neuen Strategie ran. 400 Euro Gems zur Kasse gehen. Ja, 60 Euro Mehrwertsteuer inkludiert. Kommt man wohl nicht drum rum. Ich habe aber auch noch Gems. Egal, das ist für die Zukunft. Dann habe ich in der Zukunft Gems. Da freue ich mich im nächsten Update, dass ich die Gems habe. Zack. Das ist Bonus. Buch des Kampfes, Bonus. 100 Gems, Bonus. Buch des Bauens, Bonus. Juwelen, Bonus. Juwelen, Juwelen, Juwelen. Juwelen, Juwelen, Juwelen. Juwelen, Rune des Goldes, Juwelen, Juwelen. Das war Bonus. Das war Bonus. Was haben wir jetzt noch? Okay, jetzt wird nur noch... Was passiert? Es ballert die ganze Zeit nur noch. So, das war Bonus. Jetzt brauche ich nicht mehr viel. Kann ich auch mehrere Sachen in den Warenkorb packen? Ja, super. Ich kann mir alle Angebote auf einmal kaufen. Schmeiß rein. Zack. Ich habe was völlig Neues gelernt. Oh, ich habe jetzt hier einen Warenkorb mit... Ich habe 9 Artikel im Warenkorb. Da waren aber auch ein paar Schnapper dabei für 4,99. Zur Kasse gehen. Leute, das ist ein Clash of Clans Update Stream. Wir hängen seit anderthalb Stunden auf der Website im Store. Und ich finde es irgendwie geil. So. Jetzt sind wir am Ende. Ägyptischer König. Ägyptische Gladiatorin. Sofortausbau. Solokampf. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Alles gekauft. Alles gekauft. So, und jetzt haben wir, glaube ich, auch den Bonuspfad nicht durch. 700 Punkte, immer noch. Die Schweine, immer noch. 700 Punkte. Kann ich das Angebot nochmal kaufen? Nee, das ist nur einmalig. Digga, ich habe den Warenkoffer so voll. Wie ist denn die ägyptische... Ich muss jetzt irgendwas noch kaufen. Jetzt haben sie mich genau da, wo sie mich haben wollen. Ich habe jetzt schon alles gekauft, aber ich will jetzt noch irgendwas kaufen, weil ich noch den Bonus erreichen möchte. Die Schweine. Zeig mal, wie sieht das aus? Ist das cool? Bro, was ist das? Das ist hier... Oh, das ist Shelly. Das ist ein cooles Osterei. Oh, oh. Boah, hier fährt ein Schiff rein. Ja. Das... Den Waren kommt drin. So, das war 350 Punkte. Ich brauche nochmal 350 Punkte. Zack. Zack. Und da ist die Rune des Elixiers. Auswählen, neue Szene. Schwupps. Zurück zum Store. Jetzt will ich es aber auch sehen. Bonuspfad. Abgeschlossen. Zack. Scene Switch. Wir haben alles mitgenommen. Keine Ahnung für... Was haben wir ausgegeben? 1000 Euro? 800 Euro? Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Bonuspfad abgeschlossen und 850 Euro bezahlt. Schau nächste Saison wieder vorbei, um mehr Boni zu bekommen. Dankeschön. Finde ich auch toll, dass wir nochmal gratulieren. Wir haben's. Jeden Monat, wie großzügig. Ja, das machen wir jetzt jeden Monat. Jeden Monat müssen wir das jetzt machen. Ist das krass. Jetzt haben wir aber alles. Jetzt spielen wir wieder smart. Da kam noch der Skin rein. Erstmal wieder den Pass durchpayen. Ultra, ultra, ultra dumm. Ihr macht das auf gar keinen Fall. Ich habe den Free-to-Play auch schon durch. Easy, ganz easy. Wir müssten jetzt ordentlich Runen haben. Ich will direkt das neue Pet maxen.
Alter. Oh, das ist so dumm teuer, ne? Oh, das tut weh, ne? Jetzt spielen wir smart. Ja, das war super unsmart. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, wisst ihr auch nicht. Aber jetzt gehen wir hier taktisch ran. So. Als erstes. Wir wollen Wolzenkrieger mit Elektro-Titan spielen. Das heißt, wir wollen die nach oben bringen. Ist hier irgendwo Elixier im Pass? Zack, Elixier. Wir machen jetzt einmal das perfekt leer. Wie teuer ist das? 17,6 und das hier ist 17,2. Gut, machen wir als erstes das. 20 Euro Elixier kaufen. Schwupps. Buch des Bauens. Zack. Pet House auf Level 10. Damit schalten wir wütender Blob frei. Oh, wow. Was? 7 Millionen war da drinne? Okay, jetzt schnappen wir uns das dunkle Lager. Auffüllen. Zack. Wie viele haben wir denn? Ich kann noch dreimal auffüllen. Das sollte klappen. Wütender Blob. Level up. Level up. Super. Auffüllen. Mach ich das gut? Ist das krank? WTF? Ja. Das ist so krass. Es wird aber Free-to-Play einfach wieder Monate dauern, bis das Ding next ist. Aber ich finde das. Ich finde die ziemlich gut auf dem Barbarian King. Ist ein sehr, sehr, sehr cooles Feature. Die bringen geile Sachen rein. Sowohl die Items, Ausrüstung, als auch jetzt das Pet. Aber maxed, ja? Ja, es maxed. Wütender Blob maxed. Geil. Scheiße, jetzt habe ich ja noch die ganzen Marken übrig. Ah, wir müssen auch noch ganz viel machen. Wir sind ja noch bei weitem. Okay, das ist fair. Damit können wir später angreifen. Gut, check. Jetzt die übrigen Level. Oh, die Tesla sehen so geil aus. Die will ich für die Play haben. Okay, wir haben erstmal Bauhütte. Die wird rot und krass. Zack. Wie viele Bücher des Bauens haben wir denn? 13. Puh. Lootkarre? Ah ja, geil. Guter Call. Upgraden. Jetzt wieder ins Goldlager gehen. Auffüllen. Herrlich. Monolith. Ach, Digga, der Monolith kostet Dunkles. Na gut, eine Rune haben wir noch. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Monolith ebenfalls upgraden. So. Jetzt haben wir noch Clanburg upgraden. Für Elixir. Das gradet man so selten ab. Ich wusste gar nicht, dass die Clanburg Elixir kostet und der Monolith Dunkles. Ewig nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, aber der Eagle Artillery, das kostet Gold. Zack. Das haben wir. Wir graden mal eine Mauer ab. Jetzt sind wir wieder auf Null. Jetzt zünden wir eine Rune des Goldes und können jetzt da, Bauhütten. Zack. Jetzt machen wir wieder eine Mauer, um auf Null zu kommen. Ach du Scheiße, jetzt muss ich hier Arbeiter für dich stellen. Okay, wir machen als erstes mal die Clanburg. Zack. Bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Da überlege ich auch, ob ich das überhaupt Free-to-Play plus Pass mache auf dem Account. Ist gefühlt nur für die Optik. Die Optik ist aber schon geil. Die Optik ist sehr, sehr geil. Aber das lohnt sich überhaupt nicht. Null. 7,2 ausgeben. Wir müssen auch mal die Mauernringe loswerden. 9 Stück für eine Mauer. Das war's schon wieder. Uhrenturmtrag weg. Trainingstränke haben wir auch noch. Gut, so. Mauernringe wieder ausgeben. 9. Das war's schon wieder. Das bringt ja alles gar nichts. Okay, okay, okay. Jetzt wieder Gold auffüllen. Und Bauhütte hoch. Jetzt graden wir mal die erste Bauhütte ab. Level 220. Und auch die Bauhütte jetzt in dem roten Design. Sehr krass. Und der fucking Monolith auch. Finished. Okay, der sieht krass aus. Der ist das Einzige, der nicht in diesem rot-gelben Design ist. Was einige doof fanden. Aber ich finde, der sieht extrem krass aus. Ekelhaft auf diesem Account ist aber echt, sind echt die Mauern. Ich brauche auch mal eine neue Base, ne? Die Mauern. Ich überlege, ich habe für diesen Account keine Zeit zu spielen. Ich überlege, ob ich den meine Freundin gebe. Die kann nicht angreifen und nichts. Aber hier sind ja die fucking Goldminen ultra maxed. Selbst wenn man nur einmal am Tag die Minen leert und die Minen in die Mauern steckt. Obwohl, haben wir hier einen Mathematiker? Kann das da jemand ausrechnen? Guck mal, wie viel Gold hier produziert wird. 73, 75, 77, 79, 81. Wie viel Goldminen hat man?
7 Minen. Mit 7.000 die Stunde. Pro Stunde 89.000. Dann mal 24 an einem Tag. 2,3 Millionen? 2,352 Millionen am Tag? Okay, das ist viel. Hätte ich die mal Free-to-Play hochgezogen, dann müsste ich nicht so viel fahren. Du wirst doch aber auch mal angegriffen. Oh, ein Maxdorf wird selten angegriffen, oder? So, 2,3 Millionen pro Tag. Und eine Mauer kostet 7,2. Ich drücke einfach das mal 7. Dann sind wir bei 16,4 Millionen. Das sind 2 Mauern die Woche. Oder alle 3 Tage eine Mauer, ne? 3 Tage einlocken, eine Mauer. Okay, jetzt müssen wir aber erst mal weitermachen. Was für Geräusche. Fühlt sich das falsch an? Ich glaube es nicht. Hä, habe ich den Ereignispass aktiviert? Ich habe den doch gekauft. Her damit! Ist das falsch? Bro, ich war krank, ich hatte Fieber. Das kam raus, hab den ganzen Tag krank gesuchtet. Ich war so im Halbschlaf, hab so gespielt, hab so übelst so. Es hat alles geschoben. Ich wusste nicht, ob ich wach bin oder schlafe oder ob ich das gerade träume, dass ich Clash of Clans spiele. Ich hab da so durchgeschwitzt. Jetzt kann ich hier mit dreimal klicken alles finishen. Tatsächlich, eine Bauhütte fehlt. Bauhütte. Finish. So. Kriege ich eine Base mal schnell, eine gute? Aus meinem Clan. Das hier stimmt doch irgendwas nicht mit der Base. Warum sieht denn hier Mauern aus? Das ist doch keine Base hier, oder? Die Elixiersammler sind noch nicht fertig. Krone des Goldes, zack. So, einer noch frei. Wir nehmen von Ultimat. Das ist also die neue Base. Okay, so, jetzt, Leute, jetzt nicht vom Thema abkommen. Smart weiterspielen. Ich habe keine... Was? Ich hatte doch 5 Runen des Goldes. Wo sind die hin? Ich dachte, ich baller jetzt doch noch übertrieben hart die Mauern rein. Scheiße. Dann machen wir es mit Elixir. Elixir wieder voll. So, und jetzt smarten wir nämlich rein. Ach so, ich kann noch mehr. Okay, dann noch mehr. Weiter, weiter, weiter. 7,2. 7,2. 7,2. Dafür muss man Free-to-Play so dumm viel farmen, ne? Ihr checkt gar nicht, was 7,2 sind. Das klingt erstmal so ganz entspannt, aber wie viele Mauern gibt es? 350 oder so ein Scheiß? Das ist verrückt viel. Runen des Elixiers. Jetzt haben wir keine Runen des Elixiers mehr. Aber jetzt wird es ziemlich krass, weil ich jetzt durch den Eventpass gleich komme. Ah ne, und wir haben ja noch das und das. Okay, jetzt, wo kriegen wir, guck mal, jetzt ist doch bestimmt safe von hier. Rune des Goldes, 1500, einstecken, aktivieren, 7,2, 7,2, 7,2. Nice. Jetzt von hier. Rune des Goldes. Rune des Elixiers. Zack und zack. Gold aktivieren. Elixier aktivieren. Da kommt was zusammen. Jedes Mal 3 Mauern pro Rune. Seht ihr das? Zack. Zurück zum Ereignispass. Rune des Elixiers. Rune des Goldes. Na, ist er wieder aktivieren. Gold. Elixier. 7,2, 7,2, 7,2. Hier. 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 Auch nochmal fertig. Was haben wir jetzt noch? Ah, guck mal. Zack, zack, zack. Mauernringe. Wieder alle. Wieder zum Ereignis. Mauernringe, Mauernringe. Ja, okay, ein gesamtes Dorf, die Mauern. Das sind ja nur. Ich finde ja schon Level 16 Mauern zu kriegen hart. Okay, das war's auch wieder mit dem, ne? Okay, dann kaufen wir das hier, das hier, das hier fürs nächste Update. Okay, wir greifen mal an. Ich werde ja so schlechte Leute finden. Ja, wir nehmen mal einen Elektro-Titan zum Funneln hier so. Jetzt packen wir hier alles rein. Zack, 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 zack. King dazu, Warden auf dem Boden und Gladiatoren dazu. Muss auch mal alles ragen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Den Angriff will ich lernen. Der ist ultra OP. Der war vorher schon zu stark. Und der wird jetzt nochmal gebufft.
Hätte ich den schon zünden müssen, den Warden? Die Gladiatorin, die Queen hat alles getötet von mir. Ich zünde den Warden eine Dreiviertelstunde zu spät. Es ist alles tot. Alter, der Angriff war ja unglaublich scheiße, oder? Wow. Das war mein erster Angriff überhaupt mit Wächtern, mit Wurzelkriegerinnen und Elektro-Titan. Und er war so Arsch, ne? Also Todarsch. Wo ist das denn? Die Gladiatorin ist aber auch stark irgendwie, oder? Keine ebenwürdige Gegner, ja, ja. Rambok bringt auch gar nichts. Ich muss hier Kaserne nehmen. Werden das drei? Schafft's das von der Zeit? Wird close. Das wird aber ganz schön knapp, oder? Das reicht. Easy. Not even close. All calculated. Ich hatte noch 5 Sekunden. Also wer sagt, dass das ein schlechter Angriff war, der ist nur neidisch. Ich gehe erstmal in den Shop. Shop. Erstmal 21 Millionen Elixir kaufen. Guck mal. Jetzt gehe ich ans Labor. Wo ist die Kaserne? Kaserne Level 0. Schweine. Was soll ich machen? Buch des Kampfes. Buch des Kampfes. 13 Euro für Dings. Kaserne maxed. Rage. Warden zünden. Lieber zu früh als zu spät. Nochmal auf den Inferno-Turm lieber freezen. Das ist unser größter Gegner. Sehr gut, der Warden heilt auch alle schön. Guck mal, wie der Warden hier hochheilt. Der Max Warden mit der Heilung. Super. Hier auch nochmal ragen. So, was lebt denn hier alles noch? Ja, der war besser. Kaserne ist besser. Warden früh zünden. Und das richtige Funnel. Digga, was lebt? Wessen Armee ist denn das hier? Warum ist hier ein Bogenschütze? Magier, Yeti. Digga, was war das denn? So, ich werde direkt nach dem Stream, beziehungsweise morgen, meiner Freundin pitchen, dass die sich einmal am Tag einloggt, um die Goldminen zu lernen und die Elixiersammler, um die Mauern zu maxen. Alle 3 Tage wäre eine Mauer mit den Ressourcen. Weil das geht so nicht. Das ist mein Pay-to-Win-Account. Guck mal, alles ist in diesem geilen Design. Luftabwehr, X-Bogen, Inferno-Turm, Bombenturm, Streukatapult, Querschlägerkanone, Magiertürme, Tesla, jetzt auch die Eagle-Tillery, die Bauhütten. Alles hat dieses geile Rot-Weiß-Gelb. Aber die Mauern passen da nicht rein, muss ich. Ey, das war Ultra Pay-to-Win. Meinung in die Kommentare, macht's auf gar keinen Fall nach. Mach selber hier, holt euch einen Pass und gut ist. Das reicht. Nicht drüber hinaus. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.